herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich will euch heute mal einen Ford-LKW vorstellen. Auch mal was ganz Neues, habe ich so noch nie gehabt und noch nie gemacht. Und ja, das würde ich heute mal nachholen. Zu finden übrigens beim Volvo-Händler, ne? Ganz wichtig. So, gucken wir mal, was wir hier alles haben und was hier alles mit dabei ist. So, also das Ford-Fahrhaus bleibt gleich. Wir haben hier 6x2 verschiedene Varianten. Auch hier mit 8x2 so ein PDF-Ding, aber sieht ein bisschen komisch aus. Das will ich mal weglassen. Und ansonsten, ja, 6x4. Ich bleibe mal bei der 4x2 meiner Standardvariante. Motorisierung von 45 bis 750 Pferde. Irgendwo dastehen tut es hier nicht. Aber gibt es halt nur mal 12 Gänge. Interieur sieht halt dann so aus. Ein bisschen sporadisch, sieht aus wie im Ford Fiesta. So, dann wäre für mich jetzt natürlich nichts, ganz klar. Farben, klar, habt ihr hier. Sämtliche Sachen mit dabei und ja, Metallic plus Grau könnt ihr hier aber dann ändern. So, Anbauteile, was haben wir denn? Wir haben hier natürlich einen Spoiler, der ist mit dabei. Dann haben wir hier noch Sonnenblende in verschiedenen Farben, aber das lassen wir mal Standard. Die Spiegelplaste lackiert und boah, die Scheibe auch ein bisschen verdunkelt, aber das lassen wir auch original, weil ich bin da hier nicht so, das ist mir ein bisschen so komisch alles, ne? Was haben wir hier noch? Ach, hier sind die Seitenscheiben. Jetzt sehe ich sie erst. Hier sind sie. Die kann man ein bisschen verändern. Die lassen wir so ein bisschen schwarz hier, ne? Original halt. Sonst haben wir hier vorne nichts mehr. Reifen und Felgen gibt es ja keine. Einfach Standard alles, ne? Hier hinten habe ich noch was. Ach, hier. Tank. Klar. Einmal Beppo-Tank und einmal nochmal ein Beppo-Tank. Standard-Tank halt einfach, ne? Also, so sieht er ja gar nicht mal so übel aus, oder? Na, ich weiß auch nicht. Das ist halt jetzt was Neues, ne? Das ist Geschmackssache. Im Interieur gibt es jetzt hier natürlich nichts mehr. Klar, da habt ihr hier die Standard-Dinge, aber das haben wir draußen schon gezeigt. Also Kabinen-DLC gibt es hier nicht. So, wir starten mal den Hobel. Tja, also hier ist alles schwarz. Einzig was funktioniert ist das Lenkrad, ne? Dashboard oder irgendwie Navi, wir haben hier gar nichts, ne? Also da müsst ihr wirklich frei nach Schildern fahren, wer sich diesen Ford gönnen möchte. Ja. Also der Hit ist es jetzt nicht. Ihr könnt sehen, also hier hapert es noch ein bisschen. Ein Grundstein, sage ich mal, ist hier gelegt worden, aber hier muss man enorm dran noch basteln und arbeiten. Von hinten hier diese Feinheiten, ne? Da die sehen schon mal gar nicht so schlecht aus, finde ich hier alles, ne? Also das würde eigentlich gehen. Aber wie schon gesagt, was Interieur betrifft, ja, da muss auf alle Fälle noch nachgebessert werden. Wenigstens die Scheibe schon funktionieren. Tja, falls es regnet, ne? Unseren üblichen Lichttest, Standlicht mit Ablettlicht und Fernlicht unten in dem Fall hier. Ansonsten gibt es nichts, also kein Interieurlicht oder so, ne? Ja. Also hier auch sehr sporadisch gehaltenes Licht im Interieur. Also wenn es die Version 1.0 ist, dann hoffen wir mal, dass bei der 2.0 ein bisschen mehr passiert hier. So, dann kommen wir zum Fazit, zum Ford LKW. Also, was haben wir denn alles? Wir haben verschiedene Chassis-Varianten, 4x2, 6x2, 6x4 und. Das ist alles mit dabei. Anbauteile haben wir soweit erstmal wenige. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, einen Spoiler dran zu bauen. Und ja, das Glas ein bisschen zu verändern. Aber es ist jetzt auch nicht so der Hit. Ansonsten mit Röhr sieht es aus wie im Ford Fiesta. Ist halt Geschmackssache, ne? Da muss halt noch viel dran geschrubbelt werden hier. Sonst sieht es schlecht aus im Specht aus. Anbauteile haben wir sonst hier nichts. Kabinen-DLC funktioniert nicht. Trailerkabel funktioniert auch nicht. Also da macht euch mal keine großen Hoffnungen. Aktuell fahren wir gerade 80. Schauen, was unser Tacho sagt. Ja, das stimmt wenigstens. Also der Tacho stimmt wenigstens. Und der Motor klingt, als wenn er gleich einen
übelsten Schaden hätte. Ne? Also es klingt, wenn er stottern würde. Also, ist jetzt natürlich Geschmackssache. Es ist natürlich eine Fixversion, gleich vorab. Und hier muss auf alle Fälle noch eine Menge dran gebastelt werden. Aber ich sag mal, der Grundstein ist gelegt für einen LKW-Mod, der früher oder später auch, ja, ob er hier mal in Europa zu sehen sein wird, bezweifle ich. Das ist eher wahrscheinlich brasilianische oder südamerikanische Ecke, ne? So ein LKW. Naja, muss man schauen. Aber die Basis ist schon mal nicht schlecht. Und ja, so schlecht würde er gar nicht aussehen, oder? Ist halt Geschmackssache. Gut, da wisst ihr Bescheid. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, so ein nicht so attraktiven LKW zu sehen, dann lasst einen Daumen da, ansonsten dann halt nicht. Und dann dürft ihr gerne mal eure Meinung kundtun. In diesem Fall, wie immer, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.